Yo Leute, was geht ab? Es ist Follow Friday. Ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr lange her. Einige von euch kennen das Format schon, ne, weil die schon ein bisschen länger dabei sind und einige von euch nicht, weil die erst seit ein paar Wochen, ein paar Monaten dabei sind. In diesem Format geht es darum, dass ihr mich, Joker, ein bisschen besser kennenlernt und dass ich euch auch ein bisschen besser kennenlerne. Das ist so eine Art Austauschformat. Ich werde ab heute versuchen, jeden Freitag ein Follow Friday hochzuladen, werde es aber definitiv nicht schaffen, sage ich euch jetzt schon mal. Aber mal gucken. Heute geht es um die Sache, die mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin, und zwar um die Musik. Als ich noch ein kleiner Tululu war, habe ich mich unsterblich in die Musik von Michael Jackson verliebt. Ich hatte keinen Plan, wovon er singt, weil das war komplett Englisch und ich war klein und ich konnte kein Englisch. Aber man hat halt wirklich diese Emotionen gespürt und das hat mich einfach mitgerissen. Durch die Liebe zur Musik kam ich zu meiner nächsten Liebe, und zwar zum Tanzen. Dass Tanz und Musik zusammengehören, muss ich euch ja nicht erklären. Durch das Tanzen hatte ich eine weitere Möglichkeit, die Musik noch inniger zu spüren und wahrzunehmen. Man hat einfach seine Augen geschlossen, so, man hat die Musik gehört, man hat den Beat gehört, so, man hat angefangen, sich zu bewegen. Egal, ob du sauer gewesen bist, dann hast du halt ein bisschen sauer getanzt, ein bisschen mit mehr Energie. Oder du warst traurig, du warst ein bisschen sanfter, so. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass Musik diese überkrasse Kraft hat, dass man, dass in einem Gefühle frei werden. Jeder von uns hat einen Song, zwei Songs oder 3500 Songs, die schaffen, dass gewisse Gefühle wieder hervorgerufen werden. Man hört die Musik und man fühlt sich genauso wie zu der Zeit, als die Musik einem geholfen hat. Man schmeckt alles so wie damals, man riecht alles so. Es ist einfach, als wäre es gestern gewesen. Das ist wie so eine Zeitmaschine. Meistens ist es so, dass ein bestimmter Teil von diesem Song komplett zu der Situation passt. Also die passt komplett zu dir und du denkst dir, ey, die Person hat diesen Song nur für mich geschrieben. Danke, Bruder! Ich nenne euch jetzt meinen Lieblingsverse von einem meiner Favorite Songs und erzähle euch, warum das mein Lieblingsverse ist und was das für mich bedeutet. Der Song ist von Kendrick Lamar und heißt I, also E. Und der Verse geht wie folgt. And everybody looking at you crazy. What you gonna do? Lift up your head and keep moving or let the paranoia haunt you. Für die, die nicht so gut Englisch können, einmal kurz die Übersetzung. Die Leute gucken dich komisch an. Was tust du jetzt? Gehst du erhobenen Hauptes weiter oder lässt du dich von der Paranoia jagen? Die meisten von euch haben es nicht gemerkt, aber ich trage einen Kamm im Haar und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dass Leute mit dem Finger auf mich zeigen und denken so, boah, what the fuck, was ist los mit ihnen? Sie lachen über mich, sie lästern über mich und ich habe dann die Wahl, gehe ich erhobenen Hauptes weiter und scheiß auf deren Meinung, also richtig so, oder denke ich mir, ja, die haben schon irgendwie recht, ich bin schon scheiße und das ist der Grund, warum ich meinen Kamm trage. Mein Kamm dient als Zeichen der Individualität. Ich will damit sagen, ich bin anders und ich bin stolz darauf, anders zu sein und ich möchte auch euch ermutigen. Ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr wisst, dass ihr anders seid. Wir sind alle fucking anders, so scheiß mal komplett drauf. Und wenn Leute dich auslachen, hast du die Wahl. Entweder du sagst, ja, die sind schon, ne, die sind schon im Recht, oder du denkst dir, I'm the motherfucking shit. Ich gehe erhobenen Hauptes weiter. Und deswegen bedeutet mir dieser Verse so verdammt viel. Yo, ich habe leider die Endcard verkackt, deswegen mache ich das jetzt einfach mit der Legia. Bizeps läuft auf jeden Fall. Und zwar gibt es noch zwei Sachen. Und zwar die erste Sache ist, mich würde interessieren, ob du auch einen Lieblingsverse hast, was dich so richtig hart berührt. So. Und wenn du einen hast, ne, einen Lieblingsverse aus einem Lieblingssong, dann kommentiere hier unten auf Twitter oder auf Instagram mit diesem Verse. Ja, und nutze dazu zwei Hashtags. Und zwar einmal Hashtag unsere Lieder und Hashtag Song für Joker. Und ja, natürlich gibt es auch ein bisschen was zu gewinnen. Und zwar ein paar Autogramme und ein Treffen mit eurem Bro. Das bin ich, okay? Das heißt, ich gucke mir das alles durch und guck dann mal so, ne, was berührt mich, welche Story berührt mich so richtig hart. Also am liebsten einfach Songtext posten und warum das so wichtig für dich ist. Und dann mal gucken, vielleicht treffen wir uns dann ja, ne? Die zweite Sache ist, dass der Ade Tawil einen Song bauen möchte. Er möchte einen komplett neuen Song machen und zwar mit euren Lieblingsverses, aus euren Lieblingssongs. Und ja, um da mitzumachen, einfach hier auf die Seite drauf gehen. Das seht ihr auch hier unter meiner Titte. Er schaut sich das wohl an und baut daraus einen freshen Song. Ich habe keine Ahnung, wie es sich anhören wird. Aber mal gucken, vielleicht wählt er deinen Song aus. Und das war es eigentlich auch schon gewesen. Das habe ich auch vorhin in einer anderen Endcard gemacht. Aber ich habe ja verkackt, weil ich dumm bin. Aber ist ja auch egal. Alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung.